Hallo, hallo, herzlich willkommen. Schönen Sonntagabend. Wir heute zum Thema, was braucht es für ein langes und gesundes Leben im Gesundheitstalk heute mit dem lieben Karl-Heinz. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, lieber Karl-Heinz, vielleicht magst du dich kurz vorstellen, Ja, wer du gerne. bist, woher kommst du, was machst du? Sehr gerne, lieber Michael, danke für die Einladung, hier mit dir gemeinsam diesen Talk machen zu können, zu dürfen. Ich bin der Karl-Heinz, 41 Jahre jung. Ja, man sieht das ein bisschen an diesen weißen Stellen. Ja, überhaupt kein Thema. Ich fühle mich so gut wie noch nie in meiner Zeit. Bin voll in der Mitte. Komme ich aus der Steiermark, aus der Ökoregion Kaindorf, das ist in der Nähe von Hartberg, und bin mittlerweile seit 2 Jahren in Oberwart zu Hause, also nur rund 30 Kilometer entfernt. Und meine Reise begann in der Lebensmittelindustrie damals, vor über 20 Jahren. Es gibt einen elterlichen Betrieb in der Fleischwirtschaft, die Firma Schierenhofer. Der eine oder andere wird sie vielleicht kennen, von früher, vom Zeitpunkt vor allem. Und ich war in der Firma Schierenhofer jahrelang, über ein Jahrzehnt tätig für die Bereiche CSR, Corporate Social Responsibility, schon fast der Zungenbrecher. Das heißt nachhaltige Verantwortung für Gesundheit, Soziales und Umwelt, auch im Qualitätsmanagement, wo ich auch stark drinnen. Und mein ursprüngliches ja, Hobby von jung an war immer sportlich gesehen im Kraftsport. Also ich komme aus dieser Ecke. Ich war mal Vize-Weltmeister im Bankdrücken, habe damals in jungen Jahren schon viele Sportarten ausgeübt. Und das hat mich auch immer mein Leben lang begleitet. Also Sport und Gesundheit, auch in der Firma, haben wir sehr viel implementiert, bis hin zum grünen Teller. Der grüne Teller ist in der Fleischwarenwirtschaft, sage ich jetzt mal, oder in der Fleischbranche sicher ein bisschen so, ja, die Meisterleistung, ja, das heißt auch vegane oder vegetarische Küche einzuführen, ja, bei Mitarbeitern, die ja 3 bis 4 Mal am Tag Fleisch oder Wurst essen. Und ich habe damals schon natürlich durch diese gesundheitlichen Thematiken, die sich daraus kristallisiert haben, schon sehr viel mitbekommen, ja, zum Thema Ernährung, zum Thema Gesundheit, was tendenziell ja empfehlenswert ist und tendenziell weniger empfehlenswert ist. Und darum habe ich mich in diese Richtung sehr stark auch weiterentwickelt über die Lebensmitteltechnologie. Also ich habe die HTL abgeschlossen in Hollabrunn und habe damals schon natürlich Berührungspunkte gehabt zum Thema Nahrung als Medizin, zum Thema Nährstoffe, wie wirken Nährstoffe untereinander, welche fördern sich, welche behindern sich. Und so hat sich das einfach als Passion herauskristallisiert, als Leidenschaft bis zum jetzigen Zeitpunkt und die letzten 4 Jahren sehr intensiv mich mit dem Thema beschäftigt, aber immer geschaut, dass ich jetzt nicht als Primärperson auftrete, sondern wie schon in der Ankündigung als ja, Gesundheitsdesigner. Ja, was kann man sich jetzt darunter vorstellen? Ja, Also man bitte, könnte ja so, erzähl mal, was bedeutet Gesundheitsdesign? Was kommt genau, dahinter? man könnte ja so ein Gesundheitsmanager, ich finde das Wort Manager oder Manager ein bisschen so abgedroschen. Darum habe ich gesagt, Designer. Gesundheitsdesigner heißt primär für mich zum Thema Ernährung Lösungen anzubieten für gesundheitliche Probleme, die ernährungsbedingte Ursachen haben, durch Fehl, Mangel und falsche Ernährung. Ja, und das ist der überwiegende Teil der Arztbesuche, resultiert aus gesundheitlichen Problemen, die ernährungsbedingte Ursachen haben. Und da ich bewusst, sage ich jetzt einmal, spiele nicht den Experten, obwohl ich sehr viel weiß. Ich habe aber im Hintergrund mittlerweile ein sehr starkes Netzwerk aus Experten. Das sind Experten der Präventivmedizin, der Sportmedizin, Orthomolekularmediziner, Zellbiologen, Ernährungswissenschaftler etc. etc. Ja, und das, was meine Aufgabe ist, wenn ich jemanden begegne oder jemand auf mich zukommt, dann versuche ich für denjenigen, für den sein Problem, den bestmöglichen Lösungsansatz zu bieten, immer sehr spezifisch, ja, über die Ernährung auf der einen Seite, was die Makronährstoffe anbetrifft, primär, aber auf der anderen Seite auch die Nährstoffe. Also es
geht primär um die 47 magischen. Das heißt, die Nährstoffe, die der Körper nicht selbst herstellen kann. Und das macht mir am meisten Freude, weil hier, wenn man es richtig macht, also zum Großteil den richtigen Lösungsansatz übermittelt für denjenigen, der auf der Suche ist nach einer Lösung, nach einer Verbesserung, nach einer Weiterentwicklung, ja, weil der Wille auch vorhanden ist, und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt in unserer Gesellschaft, vorab schon mal zu prüfen, möchte der überhaupt ja, das Leben verändern, möchte an seiner Gesundheit was verändern, oder ist es nur so ein frommer Wunsch? Ja? Also das spürt man dann schon mittlerweile, ob es wirklich schon wehtut, ob er was verändern möchte, ja? Ob das Motiv schon brennend ist oder ob das so Larifari-Kommunikation ist. Ja? Und ja, dann, wenn die richtigen Nährstoffe zum Einsatz kommen, die richtige Nahrung zum Einsatz kommt, dann können in kurzer Zeit sehr bahnbrechende Resultate erzielt werden bei Menschen. In kurzer Zeit heißt oft schon nach wenigen Tagen spürbare Ergebnisse in jeglicher Hinsicht. Und wenn mich die Menschen fragen, ja, wo können wir helfen? Da sage ich ganz banal, angefangen von Reduktion der Tagesmüdigkeit bis hin zu über 90-Jährigen zu helfen, von 10 und mehr Medikamenten auf 0 zu kommen. Weil die habe ich mittlerweile auch als Kunden. Ja. Also wenn man das hernimmt, 10 Medikamente auf 0 bei über 90-Jährigen und Tagesmüdigkeit, alles, was da drinnen Platz hat, gibt es mögliche Lösungsansätze. Ja. Also sehr viel, sehr vieles hat da drinnen Platz. Und das ist mein tägliches Tun. Genial, ja. Ja, das ist großartig, ja, weil tatsächlich, wir können sehr viel für unsere Gesundheit tun. Und danke ja für dieses Beispiel. Und wir haben es ja eingangs schon mal kurz besprochen. Ja, tatsächlich. Also es gibt so viele Dinge, was wir tun können, um uns einfach gesund zu erhalten. Aber es ist tatsächlich ein Wunsch, den was wir selber auch dem man nachgehen darf. Wie du gesagt hast, das ist ein frommer Wunsch oder verändert man tatsächlich was? Integriert man in seinen Alltag gewisse Dinge, die was einfach dem Körper auch gut tun? Oder bleibt es nur eben bei ein paar leeren Worthülsen, wie du gesagt hast? Genau. Und das geht auch sehr, sehr, sehr häufig, ja. Tatsächlich. Und ja, da mal das Beispiel. Und ich kann mich nur sehr gut erinnern, ich habe da in meiner Community auch mal dieses Beispiel gebracht oder das ein bisschen ins Bewusstsein gebracht. Ja, Medizin ist etwas Großartiges, aber sie ist hauptsächlich dafür da, wirklich, wenn es SOS ist, am Boden, wenn man am Boden angekommen ist, etwas zu tun, einmal die Schmerzen zu lindern, aber alles darüber hinaus zum Thema Gesundheit, für das sind wir selbst verantwortlich. Das heißt, es liegt in unserer Verantwortung, etwas für unsere Gesundheit zu tun. Mhm. Ja, vielleicht an dieser Stelle diejenigen, die zusehen und mich noch nicht kennen. Ich bin Michael Schmiedinger, hatte im Jahr 2014 die Diagnose Darmkrebs und habe mich dann auf den Weg gemacht, mich gesund zu erhalten, gesund zu bleiben. Und habe mir sehr vieles angesehen, habe sehr vieles gelernt und geschaut, okay, was braucht es dafür für ein langes und gesundes Leben? Und Teil davon war definitiv immer die Ernährung, das heißt die Nährstoffe. Und ich erzähle immer gerne, auf meiner Reise habe ich kennengelernt, die wissenschaftlichen Studien, die belegt haben oder gezeigt haben von Dr. Warburg, der festgestellt hat, wenn die Zelle quasi normal arbeitet, kommen die Nährstoffe rein, die Giftstoffe raus, Sauerstoff kommt rein und tatsächlich, dann funktioniert die Zelle gut, dann geht es ihr gut, dann geht es unserem Körper gut. Aber wenn bei der Zelle irgendwo was ist, wo dann die Nährstoffe nicht reinkommen, warum auch immer, auf der einen Seite, weil es vielleicht die falschen sind oder sie dort gar nicht ankommen oder auf der anderen Seite, sie stehen vor der Tür, aber die Tür ist geschlossen, dann kann man tun, was man möchte. Und das war die Basis meiner Arbeit, die ich auch heute weitergebe. Das heißt, zu schauen, dass die Zelle ja, atmungsaktiv ist und gerne die Giftstoffe rausschmeißt und die Nährstoffe aufnimmt, damit auch alles im Körper da ist dann oder verwendet wird tatsächlich für die Vitalisierung. Und darum finde ich es also großartig, wenn dann die Leute plötzlich keine Medikamente mehr brauchen oder die Tagesmüdigkeit weg ist, weil der Körper richtig durchspült ist von den Dingen, die er braucht. Ja, und das war auch der Grund, warum ich auch den lieben Karl Heinz kontaktiert habe. Ich habe immer gesehen, der postet da Dinge einerseits, wo Menschen plötzlich viel vitaler aussehen, abnehmen. Dann ist immer da gestanden, Zellreset. Aha, was heißt das? Was
ist das so? Dann hat er mal was geschrieben, auch von der Leberentgiftung. Dann habe ich gesagt, so, jetzt schreibe ich mal an. So, Karl-Heinz, wie schaut es aus? Schick mir da mal ein paar Informationen. Und so ist es dazu gekommen, dass wir gesagt haben, hey, wir haben geplaudert, habe das großartig gefunden, den Ansatz, weil er tatsächlich, ich würde ihn als Experten sehen, weil er so viel Wissen hat. Was du sagst. Bitte? Ja, natürlich aus der Wissen, ganz klar. Aber ich muss immer sehr vorsichtig, also ich bin sehr vorsichtig, ich muss es nicht, aber ich bin sehr vorsichtig, ja, weil eine Person kann nicht alles wissen. Ja. Bei aller Liebe, es geht sich nicht aus. Das Feld auch Ernährung, Nährstoffe ist so breit aufgestellt. Und das ist das Schöne, wenn ich es nicht weiß, dann frage ich bei diesen Personen nach, die es wissen und hole mir da Empfehlung. Ja, und das ist für mich erstens unverbindlich. Und auch für die Interessenten kostenlos, ja, also dieser Ansatz. Ja. Das genießen wir sehr, ja. Weil das macht Sinn und unterstreicht auch mein Tun, nämlich oft nur die richtigen Informationen der passenden Person zuzusenden, genau das, was sie eben oder er braucht in der Situation. Ja. Also Wissensübermittler oder Informationsübermittler in dem Fall, ja. Machen wir sehr viel Spaß. Ja. Sehr cool. Du, lieber Karl-Heinz, wir haben in der Ankündigung davon geschrieben, Nährstoffe als Medizin, dann die Wurzel der Gesundheit und ein gesunder Lifestyle leicht gemacht. Das sind die drei Punkte, die wir gesagt haben, die wir heute da gerne mit unseren Zusehern durchgehen wollen. Und ja, bei welchem Punkt möchtest du gerne einsteigen? Was können wir hier an Informationen, an Wissen? Zur Verfügung stellen, denn tatsächlich, vielleicht ist der ein oder andere dabei, der gesagt hat, ich tue schon so vieles, was jetzt Ernährung und dergleichen betrifft, aber es hat noch nicht die Wirkung. Und tatsächlich, der liebe Karl-Heinz hat da sehr gutes Wissen dazu. Darum haben wir gedacht, puh, sehr cool, das muss unbedingt geteilt werden. Ja, also bitte, jeder, der zusieht, wenn er möchte, natürlich vorausgesetzt, kann gern auch hineinschreiben, wenn er gerade in einer Situation ist, wo er ansteht, wo er vielleicht auf der Suche ist nach einer Lösung, entweder im Live oder im Nachgang können wir dann oder werde ich dann auf alle Fälle darauf eingehen. Ja, also bitte nutzt auch diese Funktion in den Kommentaren. Grundsätzlich würde ich sagen, der Darm ist die Wurzel der Gesundheit, das hat Hippokrates schon gesagt, würde aber zuerst beginnen mit den Nährstoffen. Jetzt hast du natürlich die Wurzel der Gesundheit geblendet. Ja, das ist schon umgetan. Du bist ja ganz flexibel. Warum? Weil ich, sage jetzt mal, damals in meiner Ausbildung zum Lebensmitteltechnologen viel mehr in Richtung Nährstoffe auch gelernt habe, ausprobiert habe, Wissen angesammelt habe, etc. Und schlussendlich ist das übergeblieben, was der Körper am nötigsten benötigt, nämlich das, was er nicht selber produzieren kann. Und das sind eben 47 essentielle Nährvitalstoffe. Das sind einmal 22 Vitamine, Mineralstoffe sind da dabei, 2 Fettsäuren, die kennen wir beide, Omega-6, Omega-3 und 10 Aminosäuren, wo halt 2 Aminosäuren daraus semi-essentiell sind. Also der Körper kann es teilweise herstellen. Und da ist vielleicht schon ein wesentlicher Punkt dabei, bei diesen 2 Semi-Essentiellen ist eine Aminosäure, die Ende der 90er, und das kann man noch googeln, den Nobelpreis gewonnen hat, für blutdrucksenkende Wirkung. Und der Präventivmediziner wird in erster Linie nie auf die Idee kommen, Blutdruckmedikament bei leichter Form von Blutdruck einzusetzen, sondern der nimmt in der Regel wirklich eine Aminosäure her, das ist L-Arginin. Und L-Arginin hat eine sehr stark blutdrucksenkende Wirkung, weil es Blutgefäße weiterwirkt. Natürlich nur L-Arginin alleine für Blutdrucksenkung stabil und nachhaltig ist meistens zu wenig. Da brauchst du nicht andere Dinge dazu. Aber das ist zum Beispiel schon ein Thema, wo man mit der Nahrung als Medizin oder mit der Nährstoff als Medizin oft besser auch sich aufstellen kann, wie jetzt mit einem blutdrucksenkenden Medikament. Ja? Einfaches Beispiel. Und insgesamt, die 47 essentiellen Nährvitalstoffe sind eben die Nährstoffe, die der Körper tagtäglich benötigt. Natürlich, gewisse kann er länger speichern, ja, das ist auch klar.
aber die benötigt er einfach von außen. Und auf die habe ich mich konzentriert. Und jetzt ist natürlich immer die Gretchenfrage, naja, 47, wie soll er jetzt herausfinden, was mir jetzt fehlt, was ist im Überschuss? Weil ich war selbst jetzt in einer gesunden Untersuchung und natürlich gewisse Werte retuschiere ich dann hinein. Eiweißgehalt ist extrem wichtig, der Eiweißgehalt, ja. Omega-6, Omega-3-Verhältnis kann man mittlerweile messen lassen, kostet dann natürlich, aber extrem wichtig. Vitamin D, der wichtigste Wert, ja. Also im Grunde genommen, wenn der Vitamin D-Status passt, und der passt bei mir, nur mein Hausarzt ist ein Verfechter des Vitamin Ds, der hat zu mir gesagt, das muss im oberen Drittel sein, ja. Jetzt hat er extra noch, ja, Tropfen gegeben, damit ich das noch mehr steigern kann. Und zusätzlich lege ich mich jetzt fast jeden Tag, wenn die Sonne scheint, am Nachmittag ins Freibad, ja, zumindest die ersten 10, 15 Minuten, ohne Sonnencreme, ja, lasse mich berieseln und hoffe auf eine Vitamin-D-Produktion. Eiweißgehalt im Blut, also bitte, wenn ihr das nächste Mal beim Hausarzt seid, Vitamin D wird eh einmal mitgemessen im Jahr, aber wenn der Arzt der Vergleichsmessung machen möchte, halbes Jahr später, bitte auch dem Arzt sagen, bitte Vitamin D wieder mitmessen. Eiweißgehalt ist ein ganz wichtiger Wert. Warum? Weil Eiweiß extrem korreliert mit vielen anderen Nährstoffen. Und wenn der Eiweißgehalt passt, dann passt zum Beispiel auch der Eisenspiegel. Und viele Menschen, gerade Frauen, haben einen Eisenmangel. Das ist der weit verbreitetste Mangel bei uns in der Gesellschaft. Aber die Regel ist fast ausnahmslos immer, wenn der Eiweißspiegel passt und der im Normbereich liegt, dann passt dann meistens der Eisenspiegel. Weil das ganz ein wichtiges Thema ist, weil in unseren Breitengraden die Menschen an zu hohem Kohlenhydrat- oder Zuckerkonsum genießen, dann fehlt dem Körper das gute Eiweiß für die Aufnahme von Eisen. Weil Peptide, also das ist eine Form von Eiweiß, dienen als Taxi, als Transportvehikel für Eisen. Und wenn wir dann noch zu wenig Vitamin C konsumieren, dann kann das Eisen noch unzureichend aufgenommen werden. Wenn der Darm auch nicht funktioniert, dann geht es nochmal in die verkehrte Richtung. Ja, also was will ich damit sagen? Es hängt ja alles miteinander zusammen. In Wahrheit, Nährvitalstoffe haben immer synergistische Effekte im besten Fall. Und darum ist meine Empfehlung ja immer, das über die Nahrung oder aus Lebensmittel zu machen, ja, pulverisierte Lebensmittel, so wie wir beide das genießen, weil wenn der Körper tagtäglich das bekommt, was er benötigt, in der höchsten Qualität, im richtigen Verhältnis, dann reguliert oder fängt er zumindest an, einmal sich selbst wieder zu regulieren, ja, mehr oder weniger, ja, und jeder hat seine Baustellen, aber es tut sich immer irgendwas. Was es oft ist, kann man oft nicht voraussagen, aber es tut sich was. Und der Körper hat auch, wenn er angeschlagen ist, extrem immer noch die Fähigkeit, dass er sich selbst regulieren kann, wenn er die einzelnen Bestandteile alle bekommt, die er benötigt, damit er zu produzieren anfängt, Hormone zu produzieren. Und da sind wir wieder beim Eiweißgehalt, weil wenn der Eiweißgehalt niedrig ist, ist meistens auch der Tryptophangehalt niedrig. Und da kann man keine Hormone produzieren. Aber für die Hormonproduktion braucht man auch Selen, Vitamin B6. Also ich komme aus der Fleischwirtschaft, es ist ja wie eine Wurst zu produzieren, da brauchen wir mehrere Zutaten. Und wenn irgendwas fehlt, ja, dann passt die Farbe nicht oder der Geschmack nicht und so weiter. Und so ist es auch im Körper. Also der Ansatz ist es ja immer, dem Körper die Bestandteile zu geben, damit er sich gewisse Dinge wieder selbst produziert. Und was, glaube ich, ein gutes Beispiel ist, weil ich das Spurenelement schon genannt habe, Selen. Egal, wie wenn ich spreche, Menschen, die Schilddrüsenprobleme haben, Über- oder Unterfunktion oder Stoffwechselprobleme, der Arzt misst nie Selen mit, nie. Dabei wäre es so entscheidend, das mitzumessen, weil Selen könnte die Ursache sein für Schilddrüsenprobleme, Über- oder Unterfunktion. Weil der Selen, weil wir in Europa in einem Breitengrad sind, wo das Spurenelement Selen kaum mehr in den Böden mehr enthalten ist. Gilt auch für Magnesium und anderen Dingen. Und jetzt wird vielleicht der eine oder andere sagen, ah, ist ja klar, das muss ich jetzt sagen.
Ja, erstens kann man es googeln. Bodenbeschaffenheit vor 40, 50 Jahren heutzutage, also der Nährstoffverlust in Lebensmitteln. Und das habe ich eingangs schon erwähnt, war ja in der Ökoregion Kaindorf auch tätig in der Arbeitsgruppe für Bodenkultur und Landwirtschaft. Und ich habe schwarz auf weiß gesehen, weil wir haben Proben entnommen und haben sie analysiert, auch auf Mineralien. Und ein humusreicher Boden und ein ausgelaugter Boden, ja, das sind Galaxienunterschied. Nicht Welten, würde man sagen, das sind Galaxienunterschied, ja. Da kann sich jeder selbst jetzt ausmalen, wo die Nährvitalstoffe kommen. Ja, der Storch bringt uns die Babys, aber nicht die Nährstoffe in den Boden. Ja, so. Und mein Arzt selbst, mein Trauzeuge, Dr. Patrick Durner aus Happeck, sagt zu mir selbst, vieles, was angebaut wird, konventionell auf ausgelaugten Böden, ist maximal nur mehr stichfestes Zuckerwasser. Und das ist ein Prozess, der endet nicht, ja, der verstärkt sich. Ja. Also in Zukunft, die Lebensmittelqualität wird schleichend immer wie schlechter werden, aufgrund ja, des Wirtschaftssystems. Es sind einfach andere Dinge wichtiger: Lagerfähigkeit, Langlebigkeit. Ja. Die Gurken müssen alle gleich aussehen, etc. etc. Wir kennen das alle. Und dann leidet die Gesundheit. Und die Gesundheit leidet nicht von heute auf morgen. Das ist ein schleichender Prozess. Da kommen die Warnsignale ganz schleichend. So. Definitiv. Da Und dann kannst du kann man mit. sie, dann, und letzter Satz, dann kann man sich entscheiden, geht man in die Richtung Symptome behandeln oder bekämpfen, in dem Fall bekämpfen oder Ursachen behandeln. Ja. Und die Entscheidung kann jeder für sich selber treffen. Das einmal dazu. Definitiv. Ja, danke dir. Und ihr habt schon gehört, da steckt sehr viel Wissen. Wenn man schon hört von Vitamin D, Eiweiß, Selen, wie das alles zusammenhängt und tatsächlich, wie du gesagt hast, Karl-Heinz, der unser Körper ist ein Wunderwerk. Es sind jede Sekunde Millionen von Prozessen im Ablaufen und wenn irgendwo etwas fehlt, der Körper gleicht das ja aus, ja, zu Beginn. Aber irgendwann quasi wird irgendwo der Haufen dann, ja, wir kennen es beim Schaukeln. Irgendwann ist es komplett aus der Balance und nachher plötzlich gibt es irgendwo Symptome und dann wünscht man sich, dass die weg sind. Und da braucht es aber wieder gewisse Zeit. Eben, dass sich das wieder alles regeneriert, wie beim Boden auch. Wir können nicht jetzt, wenn dann der Ackerboden jetzt ausgelaugt ist, in einer Saison vielleicht wild wachsen lassen und sagen, so, jetzt ist wieder alles drin. Hey, das muss wieder aufgebaut werden. Das sind beim Boden, bei der Bodenbeschaffung halt, ja, dauert das lange. Und Ja, da unserem Körper über gesagt, Jahre hinweg, über Jahre, ja, beim ja. Boden, dass der Humusgehalt ständig aufgebaut wird, ja. Ja, genau. Und die was von vom herkömmlichen Ackerbau auf Biobau umstellen, die kennen das ja auch, wer das schon mal beobachtet hat, wie lange das dauert, dass man da die Elemente, die Spuren alle wieder draußen hat, dass sich der Humus dann wieder regeneriert und aufbaut. Ne? Und bei unserem Körper, wir können das relativ schnell wieder auffüllen, das heißt die Reserven. Das ist cool, also diese Möglichkeit, den Nährstoff als Medizin zu verwenden. Nicht von heute auf morgen natürlich, aber es ist, wenn man beharrlich dranbleibt, es ist wie, wenn wir trainieren, ins Fitnessstudio gehen, und in unserem Körper eine gewisse Zeit die richtigen Nährstoffe geben. Und das war auch bei mir so, ich war gewusst, hey, ich muss so etwas tun, um gesund zu bleiben, auf der anderen Seite und auf der energetischen Ebene eben, dass die Zelle schön die Türen öffnet für alles das, was ich anbiete. Und auf der anderen Seite möchte ich ja meinen Zellen das anbieten, meinen Körper das anbieten, ja, damit er auch etwas Gutes bauen kann. Das heißt, das ist ja das Fundament. Das heißt, das, was wir unserem Körper zuführen, das ist ja das Fundament. Das ist das, woraus wir dann gemacht werden. Du bist, was du bist, hast du nicht schon lange, wo wir das schon gehört haben. Ja. Und darum, sehr faszinierend, danke dir dafür, eben für diesen kurzen Rundumblick, was die Nährstoffe betrifft. Alleine Bestandteil Eiweiß, Vitamin D ist in aller Munde, Omega-3 und Omega-6 und ja, wie das alles zusammenhängt mit all den Dingen. Jetzt kommt die wichtigste Botschaft des heutigen Facebook-Lives. Ich habe es jetzt schwarz auf weiß. Ich esse am Tag bis zu 4 Eier täglich. Eier von glücklichen Hühnern natürlich vorausgesetzt. Und meine Cholesterinwerte sind mehr als nur im grünen Bereich. Oh. Ja? Also bitte scheut euch nicht vom Eierkonsum. Scheut euch eher von zuckerreichen Lebensmitteln. Punkt. Das ist die Ja, wichtigste Botschaft vom heutigen Abend für euch.
Eier sind die wichtigste oder einer der wertvollsten tierischen Eiweißquellen. Überhaupt, ja, wenn man zu niedrigen Eiweißspiegel hat. Dann kann man mit viel Eiern am Tag, zumindest kurmäßig, 2-3 Monate lang, sehr schnell auf einen normalen Eiweißgehalt kommen. Ja. Und wie eingangs schon gesagt, Eiweiß, Vitamin D und wenn das Omega-6-Omega-3-Verhältnisse dann noch verbessert, das ist 80% unserer Gesundheit. Ja, nur die drei Werte. Natürlich Selen, und aber D3, Vitamin D, Eiweißgehalt passt, um Omega-6, Omega-3 ein besseres Verhältnis zu bekommen. Das sind die wichtigsten Werte. Und die könnt ihr euch alles analysieren lassen beim Hausarzt beim nächsten Mal. Das müsst ihr aber aktiv einbringen, sonst misst das nicht mit. Oder lasst es nicht mitmessen, der Hausarzt. Ja. Ja. Ganz wichtig. Ja, großartig. Vielleicht kannst du nur kurz einen Satz zu Omega-3 und Omega-6-Verhältnis sagen. Genau. Ich habe schon mal darüber gesprochen, ich habe das super interessant gefunden. Ja, also im Prinzip, deutsche Statistik, wir haben ein Missverhältnis von Omega-6 zu Omega-3. Beide sind essentiell von 25 zu 1 in Deutschland. Und jetzt sage ich, Deutschland und Österreich ist ähnlich. Ich habe selbst messen lassen vor kurzem, war bei 17 zu 1. Das hat mich natürlich gewurmt. Und ideal, sage ich jetzt mal, wäre unter 5, unter 4 bis 5 zu 1. Die Steinzeitmenschen haben sich oft ernährt von 1 zu 1, 1 zu 2. Also die haben fast Omega 6 und Omega 3 gleich gehabt. Der Steinzeitmensch hat nur natürliche Lebensmittel gekannt. Der hat sich natürlich sehr eiweißreich auch ernährt, wenn er mal ein Mammut erlegt hat. Und der Steinzeitmensch, und das unterscheidet den Steinzeitmenschen vom Essverhalten, was tierische Eiweißquellen anbetrifft, zu unserem Essverhalten, hat sich ausschließlich ernährt von Tieren, die sich zuvor natürlich ernährt haben, natürlich und natürlich gewachsen sind. Und das ist ein großer Unterschied. Und da kann ich mitreden, weil ich komme aus der Fleischwirtschaft. Und beim Rind zum Beispiel ist es ja ein großer Unterschied, ob ich ein Rind konsumiere, das sein Leben lang sich ernährt hat von Wiesen, Gräsen und Kräutern, nachweislich. Da hat es also ein qualitativ hochwertiges Nährstoffprofil im Fleisch. Wenn sich der Stier oder die Kuh, wenn sich die hauptsächlich von Kraftfutter ernährt haben, von Raps, Getreide, Maisschrot etc., ja, dann ist es natürlich keine natürliche Ernährung und dann ist es halt eher Omega-6-lastig, ja, im Fleisch. Mhm. Und grundsätzlich bin ich persönlich ein Fan vom flexitarischen Ansatz. Das heißt, wenn Fleisch, dann so quasi zurück zum Sonntagsbraten, also wie man früher gesagt hat. Ja, dann soll es wirklich ein Fleisch sein, was sich auch wild, was sich natürlich ernährt hat. Einfach Acht geben, also Schweinefleisch kommt nicht gut weg, sagen wir mal so. Außer es ist das Schweinefleisch, Sonnenschwein, ja, die sich im Schlamm wühlen und so weiter, ja, die alle Freiheiten genießen, Auslauf haben, das ist wieder eine ganz andere Hausnummer. Ja. Ja. Bin ich ein Verfechter von Fleischreduktion, ja, immens und in Maßen, so wie beim Zucker auch in Maßen, nicht in Massen, ja. Und wenn man dann noch, und da komme ich zurück auf das Omega-6-Omega-3-Verhältnis, Wert legt auf Omega-3-reiche pflanzliche Öle, zumindest mal im ersten Step, ja, weil, wenn ich bei unseren Experten, unserem Wissenschaftsteam nachfrage bei gesundheitlichen Thematiken, die entzündliche Prozesse beinhalten, ja, stille Entzündungen etc., Gastritis, Neurodermitis, also diese Itis-Erscheinungen, dann kommt die Empfehlung über die Ernährung der Sonnenblumenöl nie gut weg. Das steht jedes Mal drinnen, ja, weil Sonnenblumenöl, wir konsumieren es zu Hause, es ist ja fast in jedem industrialisierten Produkt dabei. Auch bei veganen Produkten, im Hummus zum Beispiel, Hummusprodukte, ist Sonnenblumenöl drin. Ja? Das heißt, da haben wir es dann in Massen. Und Sonnenblumenöl ist halt Omega-6-lastig. Ja? Und da haben wir viel zu viel davon. Also wir sollten so gut wie möglich Sonnenblumenöl, Maiskeimöl, Tafel, ja, das sind die billigen Öle, auch vom Preis her, reduzieren und ersetzen durch hochwertige Öle. Und die sind halt tendenziell immer teurer, das verstehe ich schon. Aber mit einem hochwertigen Olivenöl und einem Rapsöl ist man schon mal gut dabei. Wenn man dahingehend sich ein bisschen orientiert. Und da muss ich noch eins dazu sagen, das wissen wir mittlerweile, es gibt kaum mehr Menschen,
diese pflanzliche Omega-3-Fettsäure, diese ALA-Fettsäure, in DHA oder geschweige EPA umwandeln können. Das schaffen nur mal 5% der Menschheit. Früher, bei den Steinzeitmenschen waren es 100%. Ja. Mittlerweile hat der Körper das verlernt. Und darum ist es ja wichtig, auch Fisch zu essen. Entweder Fisch oder die Fische bekommen ihr hochwertiges Omega-3 von den Algen, Mikroalgen. Das kann man sich aussuchen dann. Nimmt man es von den Mikroalgen oder isst man Fisch? Aber diese DHA-Fettsäure, die ist ganz entscheidend. Und das habe ich bis vor kurzem nicht gewusst. Es gibt das EPA und DHA. Ja? Und der entscheidende Faktor oder vom Mengenanteil soll DHA sein. Das kann durchaus höher sein, weil, habe ich bis vor kurzem auch nicht gewusst, bin ich wieder schlauer geworden, die Umwandlung von DHA auf EPA passiert in einem Schritt. Die Umwandlung von EPA auf DHA wieder zurück in drei Schritten. Ja? Das heißt, es darf ruhiger Überschuss an DHA da sein, weil wenn es benötigt wird, das EPA für Entzündungen zu reduzieren, dann ist es ein sehr einfacher Schritt, der dazu führt, dass das produziert wird von DHA. So, jetzt will ich nicht so wissenschaftlich werden, aber ich wollte einfach damit sagen, stille Entzündungen zu reduzieren, reichen nicht nur die Omega-3, reichen pflanzlichen Ölen wie Leinöl, Hanföl oder Walnussöl etc., sondern wir brauchen hier Fischquellen oder, so wie ich das auch konsumiere, aus Mikroalgen erstellt oder produziert, weil bei den Mikroalgen, wenn es aus einer Mikroalgenzucht auch noch kommt, dann kann man Schwermetall- oder Mikroplastikbelastungen oder Antibiotika ausschließen. Antibiotika-Einsatz bei Lachs etc. Wir kennen das und haben das vielleicht schon mal gesehen in einer Dokumentation. Und ja, ich möchte kurz gleich den Bogen spannen zur Darmgesundheit, wenn ich darf. Ja, natürlich. Du bist, was du isst, stimmt, aber du bist auch das, was der Darm aufnehmen kann. Und der Darm hatte die ureigenste Funktion, die guten Dinge von den schlechten zu trennen. Wenn er funktioniert. Also die guten Dinge auf Zellebene im besten Fall, die schlechten ins Töpfchen. Aber bei vielen hat der Darm die Funktion verloren, die guten von den schlechten zu trennen. Jetzt landet oft das Schlechte schon auf Zellebene und das Gute landet im Töpfchen. Und das ist genau wie da steht, die Wurzel der Gesundheit. Dass man diese ureigenste Funktion wiederherstellt. Und da habe ich eine Geschichte auch mit meinem Arzt, den helfe ich gerade, dass er ja seine Darmgesundheit verbessert, weil er hat auch Verdacht auf durchlässigen Darm, durch Stress etc., die Psyche, also sicher ganz stark in seinem Fall, ja, hat das verstärkt, ja, diese entzündlichen Prozesse auf dem Darm. Und da arbeiten wir sehr stark jetzt mit Ballaststoffen, sprich Präbiotika, verschiedenste Faserntypen, aber auch Probiotika. Probiotika, oder Bakterienkulturen, so muss man das sagen, die für den Menschen gemacht sind. Die wichtigsten Bifidokulturen, aber auch die Lactobacillen, Reuteri und wie sie alle heißen. Also ich kenne es auch nicht alle auswendig, da verlasse ich mich wieder auf das Wissenschaftsteam im Hintergrund, die da forschen an den richtigen Probiotikern, ja, die einzusetzen. Ja, mit einem, wo man sehr Joghurt herstellen kann, du kennst das. Ja, und der große Vorteil, sage ich jetzt einmal, wir kennen Naturjoghurtsorten im Supermarkt, wo natürlich ausgewiesen wird und angepriesen wird, dass da der ein oder andere Stamm drinnen ist an Bakterienkulturen. Nur der große Unterschied ist, die meisten Mikroorganismen sterben nach 10 Tagen ab, weitgehend. Ja. So, und wenn das Joghurt vor 3 Wochen produziert wurde und da sind diese Bakterienstämme drinnen, ja, dann wird es schwierig, dass die lebendig und aktiv werden können im Darm. So, und das Joghurt, das wir genießen, das setzt man sich im Joghurtzubereiter an, im heißen Wasserbad, 10, 12, 14 Stunden. Kann auch schon mal länger stehen, ist mir auch schon mal passiert, überhaupt kein Problem. Dann stellen wir das in den Kühlschrank, haben einen Liter Joghurt, schmeckt auch noch sehr gut, trinkbar oder stichfest, ja. Und wir haben nicht einmal einen Kostennachteil, weil wenn ich es umrechne auf Portionsgröße, kostet mir das auch gar nicht mehr. Und da habe ich den Vorteil, dass diese Mikroorganismen, die da drinnen sind, diese Milchsäurebakterien eben lebendig geworden sind, die können dann auch arbeiten dementsprechend. Und ein Liter Joghurt, spätestens nach 7 Tagen ist es sowieso weg. Und schon nach 3, 4 Tagen,
weil die Kinder und die Frauen mitnaschen von Joghurt. Ja, wie du gesagt hast, das heißt, der Darm trennt das Gute vom Schlechten sozusagen. Genau. Also, das heißt, wir können uns jetzt so viel Gutes oben reinstecken, wenn der Darm nicht funktioniert, dann kann er das gar nicht aufnehmen. Dann kriegen wir das dann in den Organismus und wir kriegen es gar nicht zur Zelle. Das heißt, wir haben ja vorher schon gesprochen, das heißt, in die Zelle muss ja das Gute rein. Ne? Jetzt, wenn es aber schon beim Darm vorbeiflutscht und nicht aufgenommen wird, kann das ja gar nicht rein. Und darum ist es so unglaublich wichtig, auf das zu schauen. Und das Thema ist für viele so, Darm und Darmgesundheit. Aber tatsächlich, das ist die Wurzel der Gesundheit. Und ich habe eine Operation gehabt und habe auch dann Darmsanierung gemacht, damit auch die Nährstoffe auch wieder reinkommen. Und das ist etwas, was ich massiv empfehlen kann, darauf zu achten, damit alles, was wir zu uns nehmen, auch aufgenommen werden kann. Das ist so unglaublich wichtig, ja. Eben. Und da gibt es wirklich coole Möglichkeiten und so wie es der liebe Karl-Heinz gesagt hat, eben mit diesem Joghurt, dass man da das ja anfeuert, damit es auch wieder gut funktioniert. Mhm. Und was ganz wichtig, also wenn der Darm immer besser funktioniert, dann brauchen gewisse Nährstoffe Zuckermoleküle, aber bitte nicht in Massen, sondern in Maßen, ja, also da haben wir ein paar Milligramm am Tag. Und gewisse Nährstoffe brauchen eben Peptidmoleküle. Das ist ganz wichtig. Also gutes Eiweiß ist ganz entscheidend. Und da spanne ich schon ein bisschen den Bogen über die Darmgesundheit zur Leber und zur Zelle. Ja, wenn ich über das Thema Entzuckerung sprich. Das heißt, was wir auch den Menschen mitgeben, wenn es um das Thema Ernährung geht, also über die Makronährstoffe, Eiweiß, Kohlenhydrate, Fette, dann geben wir ihnen was mit, was sich nicht nur eignet, sondern empfohlen wird aus Sicht der Präventivmedizin, aus Sicht bekannter Mikronährstoffexperten für eine langfristige Art der Ernährung. Bitte aber sorgt gleich dazu die Prinzipien daraus. Die Prinzipien daraus und nicht auf Punkt und Beistrich. Und das erste oder zwei Themen haben wir schon genannt. Das ist gutes Eiweiß, tierisch wie auch pflanzlich, egal. Jeder kann sich selber aussuchen, will er vegan ernähren, sich ernähren, vegetarisch, flexitarisch, Fleisch essen. Ja. Wir haben für alles Lösungen, also wir geben da nichts vor, das kann sich jeder für sich selbst aussuchen. Aber natürlich, darum bin ich auf den Eiweißspiegel ja gekommen, ja, und darum finde ich den extrem wichtig, weil der sollte passen. Weil da gibt es eine Geschichte von einem Präventivmediziner, der wollte einen Veganer eben gut gemeint einen Rat geben, damit der Eiweißspiegel, der eklatant im Keller war, wieder schnell nach oben geht und hat zu ihr dann gesagt, bitte die nächsten 3 Monate am Tag bis zu 5 Eier essen. Ja, und die ist dann aufgestanden und ist gegangen. Sein Tenor war daraus, er hat nichts gegen eine vegane Ernährung, keinsterweise, aber seine Arbeit ist, als Präventivmedizin gesundheitlich zu helfen. Ja. Und wenn er weiß, dass mit Ei am schnellsten geht, von glücklichen Hühnern, dass der Eiweißspiegel nach oben geht, dann ist es seine Verantwortung, seine Verpflichtung, das ihr zu sagen, auch wenn sie jetzt vegan lebt. Ja. So. Und das war die Geschichte, ist bei mir so hängen geblieben ein bisschen. Ja. Ja, vor allem in der heutigen Zeit, wo es so viele verschiedene Ernährungsformen gibt. Ja. Von vegetarisch, vegan, ketogen und. Aber das, was man unterm Strich sagen kann, jeder für sich natürlich muss schauen, wie es funktioniert. Jeder Körper funktioniert anders. So wie es in der Tierwelt die Fleischesser gibt, die Vegetarier gibt, die Bärenesser, die Kräuter, die Wiesen, gibt es auch bei uns Menschenunterschiede. Das heißt, nicht jeder funktioniert gleich, auch wenn man sie ähnlich ausschaut. Und da gibt es tatsächlich herauszufinden, wie es funktioniert. Aber so wie du gesagt hast, die Eiweiß, sehr interessant finde ich. Also der Eiweißspiegel passt definitiv und eben dann alles andere sich auch sukzessive mit einstellen. Ne? Und da knüpfe ich an, also das eine ist Eiweiß, wir haben Stoffwechselaktivierung 28 Tage nur mit veganen Rezepten, ja, also wir haben für jeden die Lösung, also wir geben da nichts vor. Was ein wesentlicher Punkt ist, und das wurde heute noch nicht thematisiert, ist halt der übermäßige Zuckerkonsum. Übermäßige Kohlenhydrate in der Ernährung.
statistisch gesehen konsumieren wir so viel Kohlenhydrate oder Zucker, das ist immer dann in Wahrheit dann unterm Strich das Endprodukt, ja, was da verwendet wird, dass man ja im Ausgleich dazu ja mindestens 10 Kilometer bis zum Halbmarathon laufen müssten, und das tun wir aber nicht täglich, das tun wir nicht täglich. Das heißt, unsere Empfehlung ist es, und das ist eine Empfehlung vieler Präventivmediziner, mit dem Zuckerkonsum zu haushalten und es individuell anzupassen auf das Bewegungs- oder Sportangebot. Das heißt, wenn ich ein Couchsportler bin, na, selbsterklärend, Zuckerkonsum auf ein Minimum. Es würden für einen normalen Menschen, der jetzt sich maximal nur bewegt, die 10.000 Schritte machen, reichen, wenn man die empfohlene Menge an Gemüse und Obst zu sich nehmen würde, die 5 Portionen, dann käme man im Schnitt auf 50 Gramm Fruchtzucker. Und das reicht aus an Zucker für den menschlichen Körper. Wir konsumieren aber als 3-, 4-, 5-fache Minimum, weil Brot, Nudeln, Erdäpfel, die gängen aber noch, Reis etc. Es summiert sich da in vielerlei Hinsicht. Und drum ist unsere Empfehlung, und wer das machen möchte, bekommt von uns dann die Unterstützung, auch die Unterlagen und alles, ein 28-Tage-Programm zu machen, wo der Sinn dahinter ist, den Körper zu entzuckern, gleichzeitig wird er dann entwässert, nach den ersten 7, 8, 10 Tagen, damit wir so schnell als möglich vom Zuckerstoffwechsel in den Fettstoffwechsel wechseln, wo der Körper Fettsäuren verwendet als Energieproduktion, also in die Ketogenese zu kommen. Und da spielt zum Beispiel die Leber eine entscheidende Rolle in vielerlei Hinsicht, weil ich bringe da immer ein sehr gutes Beispiel. Wenn wir jetzt jemanden sind, ich würde nicht sagen Couch-Potato, aber vielleicht nur ein bisschen drüber, also gerade einmal, dass wir sie bewegen, und wir essen zu viel Kohlenhydrate oder Zucker, dann haben wir ja in Wahrheit einen Überschuss an Glucose im Blut. So, jetzt stehen diese Insulinrezeptoren an den Zellen, so wie die Wächter. Und die fragen in die Zelle hinein, die Mitochondrien, ob sie Brennmaterial benötigen, Zucker, für Energieproduktion. Was sagen die Mitochondrien? Die schauen hinauf, der liegt flach, waagrecht, der bewegt sich nicht. Entschuldigung, können wir noch brauchen, Glucose bitte bleibt draußen. Na, wer unterm Strich hat dann die Arschkarte gezogen? In der einfachen steirischen Sprache. Ja, die Leber. Die Leber ist wie bei uns beim Staubsauger zu Hause der Staubsaugerbeutel. Ja, Staubsaugerbeutel kann man tauschen. Die Leber. Ja. Und ist es wünschenswert und nur gut, wenn man die Leber auch von ihrer Arbeit wegbringen, die sie nicht erledigen müsste, nämlich den Zucker zu verstoffwechseln. Ja, was passiert dann, wenn man da das nicht beachtet, ja, und das tut ja oft nicht weh, ein Phänomen kommt immer wie mehr, gibt es auch noch kein Medikament dagegen, irgendwann kriegt man dann die Fettleber, ja, wenn es die Leber nicht mehr schafft, den überschüssigen Zucker zu verstoffwechseln. Irgendwann steht die Leber mal an. Die Leber soll sich bitte in der Nacht konzentrieren auf die Entgiftung, für das ist sie gemacht, aber nicht die überschüssige Glucose immer zu verstoffwechseln, weil dann kommt die Fettleber. Und dann, spätestens dann, wenn es dann auch wehtun sollte, also es sollte dann leider heutzutage, sage ich dazu, ist es halt oft so, es ist schon eher 5 nach 12 wie 5 vor 12. Ja, 5 vor 12 ist noch zu wenig, 5 nach 12, dann tut es schon weh. Und dann muss man sich entscheiden, lebt man mit den Schmerzen weiter, weil da hilft der Arzt dann auch nichts mehr, der Schulmediziner, weil es gibt kein Medikament gegen die Fettleber. Da muss man dann was verändern an der Ernährung. Ich habe letztens meinen Hausarzt gefragt, lieber Patrick, was machst du bei deinen Patienten, die Fettleber haben, was sagst du ihnen? Und er sagt, ich sage es ja, naja, aber viele wollen halt nichts ändern. Ja, der hat auch halt. Ja, aber so wie du es erklärst, das habe ich jetzt so großartig gefunden, weil tatsächlich, wenn jetzt mehr Energie da ist und die Zelle sagt, nee, wir brauchen keine, dann hast du, Leber, bitte einspeichern, und zwar ein Fettpolster. Ne? Und irgendwann ist halt die Leber aber so, ja, nimmt die Leber auch zu, sozusagen. Ne?
Genau. Und das ist ja das, aber was soll die Leber tun? Entgiften, und da sind wir jetzt wieder beim Thema auch der Gesundheit. Das heißt, wenn die Leber nicht damit beschäftigt ist, den zu hohen Anteil an Zucker einzuspeichern, dann kann sie auch entgiften. Das heißt, entweder kann sie einspeichern, den Zucker verarbeiten, Kohlenhydrate verarbeiten oder entgiften. Und das ist jetzt wirklich ein Dreh- und Angelpunkt beim Thema Gesundheit. Genau. Und man merkt es dann auch sofort, also spätestens ab der zweiten Woche, man schläft dann schon mal besser. Das ist wirklich dann subjektiv auch wahrnehmbar, weil die Leber ihre Arbeit verrichten kann in der Nacht. Ja? Man kommt eher in die Tiefschlafphase und ist länger drinnen und braucht dann irgendwann weniger Schlaf und hat trotzdem Energie. Und so abnehmen tut man auch, ne? Bitte? Und abnehmen tut man auch. So, das ist der positive Nebeneffekt. Das ist der positive Nebeneffekt. Weil wir halt in den Fettstoffwechsel kommen und dann Kohlenhydrate, natürlich kommen die wieder dazu, aber in den ersten 8 bis 10 Tagen ist einmal eine reine Entzuckerung. Und am 3., 4. Tag kann es sein, muss aber nicht, dass sie das bemerkbar macht über die Leber, dass man, das sage ich ganz ehrlich, für 1-2 Tage mal Kopfweh bekommt, mehr oder weniger. Ja? Und da schaltet sich ja die Leber ein, weil das ist das nicht gewohnt. Was ist da passiert? Mir wird die Arbeit weggenommen. Quasi. Mir wird die Arbeit weggenommen. Die Einspeicherung, was ist los? Ja, genau. Was ist da los? Hey, ich verliere meine Arbeit. Ja, das ist das Kopfe. Nach 3-4 Tagen, was du bekommst. Ja. Und dann ist es wieder, also diese Zuckersucht, ja, macht sich dann bemerkbar. Ja. Mhm. Aber es ist schön, ja, und das macht man 1 bis 2 Mal im Jahr. Und da geht es nicht ums Thema Abnehmen, sondern in Zucker entwässern, entschlacken, entgiften, ja. So, resetten, den Körper wieder in die Werkseinstellung zu bekommen. Ja. Genau, das ist ehrlich. Und das Schöne ist, man braucht nur die Lebensmittel ändern. Wir haben Lösungen an Rezepten, du kannst fast nahezu jedes Gericht, jede Brotsorte, 1 zu 1, ja, dann nachbacken. Ja, okay, das verstehe ich, nachbacken. Bekommst annähernd den gleichen Schmocken wie bei den ureigenen Brot, nur hast du andere Mehlsorten. Ja. Mehlsorten, die jetzt nicht zuckerlastig sind, sondern proteinlastig oder fettlastig, aber mit guten Omega-3-reichen Mehlen, ja, also Hanfmehl oder Leinmehl und solche Dinge. Ja. Leider Gottes, sage ich auch dazu, das sind halt wieder die teuren Lebensmittel. Ja. So. Und das finde ich, ja, und das finde ich, Schott, ich finde es einfach, das ist halt der Weg, leider Gottes, dass die Menschen, wenn es ihnen schlecht geht, ja, und ich verstehe das jetzt 1000%, greifen es noch mehr zu diesen schlechten Lebensmitteln zurück, ja, weil sie das Geld nicht haben. Ja. Das ist ein Fass ohne Boden, und das ist, wenn ich das sehe im Freibad, ja, was die Kinder geben, die Schokomaus, ja, die überzuckerten Bananen und so weiter, alles was billig ist, ja, so, ich bin halt sensibilisiert, ja. Und ich denke mir oft, gute Lebensmittel müssen billiger sein wie Lebensmittel, die uns schaden. Bio müssen billiger sein wie konventionelles Obst und Gemüse oder konventionelle Lebensmittel. Weil die weniger Schaden anrichten, wurscht, ob es umwelttechnisch oder gesundheitstechnisch. Ja. So. Definitiv, ja. Aber das ist ein Wunschdenken, gleich wie wenn ich sagen würde, der Arzt müsste bezahlt werden nach der Gesundheit seiner Patienten. Desto weniger Patienten, das ihn besuchen, desto mehr bekommt er bezahlt, ja, weil er einfach mehr beratend tätig ist und in die Zukunft schaut und zu denjenigen sagt, oder zu mir hat der Arzt gesagt, ich habe ihn gefragt, ich werde jetzt 40, lieber Patrick, was sollte ich die nächsten 5 bis 10 Jahre machen, wo habe ich vielleicht einen erhöhten Bedarf an Nährstoffen, damit der Zustand so bleibt? Und der Arzt sollte dahingehend die richtige Antwort liefern. Ja? Und desto weniger den besuchen, desto mehr beratungstätig das übernimmt, desto besser sollte bezahlt werden. Ich weiß, ein Wunschdenken. Ja? So, das liefert unser System nicht. Ja? Das System ist ganz anders. Tatsächlich, ja. Ja, die Medizin ist dafür da, SOS zu machen. Es ist wirklich, es gibt ein Problem, das Problem zu lösen, aber wir können selbst dafür sorgen, dass keine Probleme entstehen. Ja. Und das ist, aber dafür, da sind wir wieder beim Thema, jeder für sich selbst und jeder kann, hat die Möglichkeit, das zu tun. Eben, also wie du gesagt hast, so wertvoll schon auf die Nährstoffe zu achten, die richtigen Nährstoffe, das austesten zu lassen. Dafür gibt es die Möglichkeiten. Ja. Und dann auch schauen, fast regelmäßig auch zum Entschlacken, zu entgiften, Darm sanieren, Leber entgiften,
Nährstoffe rein. Und das ist wirklich eine extrem gute Basis, wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Basis. Und ja, ich finde es sehr wertvoll und bin auch dankbar, dass die Möglichkeit gibt, auch so einfach es mittlerweile umzusetzen. Denn tatsächlich, letztens war ich auf einem Seminar und da waren zwei Damen mit dabei, die Kräuterkunde extrem gut ausgekannt, die Wiesen durchforstet haben und so, das kannst du für diese Heilpflanze, diese und da, wie du das verwenden kannst. Und die denkt man nur, ich habe keine Ahnung davon. Ja? Und es ist halt, das wussten die von dazumal, das wissen die Kurse besucht haben und Experten darin sind. Aber wie kann ich es jetzt zu Hause bei mir einfach verwenden? Jeder in dem Lifestyle, den wir heute haben, viel unterwegs, da und dort, wo vielleicht nicht mehr die Uroma das direkt weitergegeben hat, sondern was können wir tun, damit dieser gesunde Lifestyle auch tatsächlich leicht umzusetzen ist. Darum ist diese Möglichkeit, darum habe ich auch in Karl-Heinz dazu mal vor ein paar Wochen kontaktiert und haben gesagt, das ist cool, gerne, da haben wir was auch gemacht. Ja, ich habe das so lässig gefunden, weil vielleicht zu der Geschichte, ich habe schon sehr oft Nahrungsergänzungsmittel genommen und alles war verkapselt und alles war, ich kann keine Tabletten schlucken mehr auf der einen Seite. Also so Medizintabletten oder andere Formen. Und dann habe ich einen Schrank voll gehabt mit lauter Nahrungsergänzungsmitteln, die verschiedensten. Und eben diese Kapseln alle irgendwo mit Medizinprodukten in Verbindung gebracht. Und habe gesagt, ich fühle mich wie eine kranke Kuh, obwohl ich da gesunde Sachen drin stehe. Ja, verstehe das Und sehr. noch dazu, wir es nicht verwenden können. Das heißt, da war eigentlich schon das volle Angebot und habe immer alles entweder zerbeißen und aufmachen müssen, Wasser auflösen. Dann hat es so schrecklich geschmeckt. Ja. Und wie können wir es machen, dass einfach also leicht geht, leicht umsetzbar, einerseits gut schmecken und einfach verfügbar. Und so wie ich gerade gesagt habe, die Wiesenpflanzen, sie sind da, ja, aber nicht immer verfügbar und schmecken gar nicht immer gut. Und darum ist es so eine unglaubliche Möglichkeit, die Produkte, die was wir da annehmen, die sind verfügbar, leicht und schmecken gut und sind ja, einfach einzurühren. Wie du gesagt hast, den Joghurt zu machen für den Darm, das ist, kennen wir alle, wenn wir Joghurt essen, das ist cool, das ist lässig. Und das andere sind halt Drinks, wo du sagst, Shakes, rührst ein, fertig. Und das finde ich so cool. Also wirklich die Möglichkeit, weil für mich ist ein Segen. Tatsächlich, einerseits, weil ich die Tabletten nicht schlucken kann und auf der anderen Seite, weil es wirklich großartig schmeckt. Und vielleicht noch eines dazu, damit man ein bisschen weiß, wer jetzt auch unsere Testimonials Botschafter sind oder was für mich damals oder was mich damals imponiert hat. Ich habe gesehen, dass über 1000 Spitzen- und Profisportler diese Produkte nutzen. Das sind ja Athleten wie, früher war es der Hermann Mayer, Marcel Hirscher, man, die kennen wir ja alle, Novak Djokovic, ja, das ganze gesamte ÖSV-Team nimmt die Produkte. Wir sind Partner von der Sporthilfe, ja, Olympiastützpunkten sind wir Partner. Also das sind ja renommierte Verbände, die das ja vorher prüfen über ihre Sportärzte, über Wissenschaftler und erst dann freigeben. Ja, also die dürfen nicht irgendwas freigeben, das muss ihren Kriterien entsprechen. Und wie ich dann gesehen habe, dass diese Verbände, diese Athleten nicht nur die Produkte nutzen, in der Regelmäßigkeit seit Jahren, Jahrzehnten teilweise, sondern auch zahlen dafür, also wie kann sich gar geschlossen hat, dann habe ich gewusst, okay, die Produkte müssen gut sein, weil sonst gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder, ja, sie würden sie von wem anders sponsern lassen, was natürlich auch immer wieder mal gibt, oder ja, sie würden woanders zugreifen oder würden was anderes kaufen. Ja. Und das ist ja in sehr breit und in der Tiefe, ja, an Spitzensportler, wo wir auch ja, die Erfahrungsberichte oft auch bekommen von denen, warum sie das nutzen. Ich sage einmal, der Novak Djokovic als Tennisspieler, für mich ist er ein Vorbild, so wie der Ronaldo im Fußball, im gehobenen Alter. Ich bin mir ziemlich sicher, der Novak Djokovic spielt bis zu seinem 40. Lebensjahr immer noch auf Top-Niveau. Das war vielleicht vor 20 Jahren, wäre das noch undenkbar gewesen. Ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, aber ich kann nur mutmaßen, aber ich glaube, der legt sehr viel Wert auf seinen Körper, auf die Ernährung, auf die Energie und vieles mehr, wie wir wissen. Und das macht ihn halt aus. Ja? Und wenn wir beim Sport sind und ich den Ronaldo schon genannt habe, der Ronaldo ist jetzt kein Kunde für uns.
Aber für mich gibt es immer ein gutes Beispiel als Vergleich. Der Ronaldo hat einmal mit einem Herrn Wayne Rooney zusammengespielt bei Manchester. Da waren sie zwar ganz jung, 2021. Und der Wayne Rooney ist ein halbes Jahr jünger wie der Ronaldo. Ja? Und der Wayne Rooney, ja, der war halt oft nicht so mit seinem Körper eins, ja, da hat er so viel Wert gelegt drauf, vorsichtig gesagt, ja, hat einen anderen Lebensstil gehabt. Und natürlich spielen ein bisschen die Gene mit, aber im Prinzip, der Ronaldo hat sein Leben lang geschaut auf seinen Körper, weil das sein Kapital ist. Und der Wayne Rooney sagt jetzt einmal weniger. Ja, und wo ist der Wayne Rooney? Wo ist der Ronaldo? Der Wayne Rooney spielt schon seit über 5 Jahren, also länger wahrscheinlich nicht mehr, ja. Weil er aus unterschiedlichsten Gründen, weil er halt einen Lebensstil gepflegt hat, der nicht danach trachtet, ja, dass er halt im gehobenen Alter dann noch Top-Niveau abliefern kann. Und der Ronaldo schon, ja, und so. Und das sind für mich so Vorbilder auch, ja, in unterschiedlichsten Bereichen, wo man sieht, dass es möglich ist. Oder jetzt habe ich gelesen, eine Snowboarderin, ja, 50 Jahre wird die, ist nämlich im Profisportbereich tätig. Es gibt ja Fußballer aus Japan, zweite spanische Liga, der schon über 50 spielt immer mit. Also lasst euch bitte nicht sagen, dass mit 4,35 das so nach unten geht. Wenn man das wirklich beachtet mit Erhalt und Förderung der Gesundheit, dann ist es auch länger möglich. Ja? Natürlich mit längeren Regenerationszeiten, das bleibt nicht aus. Ja? Aber diese Herren zeigen uns das, dass es länger möglich ist. Ja? Und mir mit 41, also ich muss wirklich sehr weit zurückdenken, dass ich in irgendeiner Situation denke, was mir einmal so gut gegangen ist wie jetzt, ja, mit allem, was dazu geführt hat, die letzten 3-4 Jahren, wo ich mich sehr intensiv mit dem Thema beschäftige. Ja. Und das möchte ich einfach jedem mitteilen, ja, dass es halt möchte. Ja. Also, jeder möchte sich nicht verändern. Viele wollen ja eine Opferrolle bleiben und das ist ja auch gut so. Ja. So, ich kann mir nur den Anstoß geben. Ja. Entscheiden muss sich dann jeder für sich selber. Ja, ob er was verändern will oder nicht. Hauptsache, ich habe die Information weitergegeben. Das ist meine Verantwortung. Ja, und so ja definitiv. Das. Also das ist möglich. Und wenn du jetzt Wayne Rooney und Ronaldo anschaust, die sind gleich alt, oder die Fotos von heute, also wie jeder, der sich das anschaut und jeder, der was auf seinen Körper achtet, ja. Tatsächlich, ja, der wird auch die Früchte ernten. Das heißt, langes, gesundes Leben und auch, so wie du gesagt hast, ich bin jetzt 42 und fühle mich ja besser und fitter denn je. Regeneration ist auch besser denn je. Das heißt, nach dem Tennis spielen, viele sagen dann, können uns diese 3 Tage noch nicht bewegen und die so, ja, noch 1-2 Stunden ist wieder alles fit und das ist doch schon, wenn wir dem Körper das geben, was er braucht, dann geht es extrem schnell. Ja. Oder früher habe ich immer gehabt, noch Fußball, Hallenfußball, werden vielleicht viele kennen, wirklich 2 Tage später ist der Muskelkater kommen, immer dachte, ich kann mich nicht mehr bewegen. Ja. Und jetzt ist es so, voriges Jahr habe ich wieder mal spielen, noch 2 Jahre nicht Fußball gespielt und in der Halle. Und es war nichts. Das heißt, der Körper regeneriert. Und das können wir tun, indem wir ihm die Nährstoffe geben, indem wir schauen, dass er gut regenerieren kann. Ja. Und das ist möglich. Und auch gesund erhalten. Und ich habe letztens einmal ein Bild von mir vom Jahr 2014 reingepostet. Ja. Ja. Ich habe Nachrichten bekommen und gesagt, du, das ist etwa 10 Jahre her, aber ich schaue jetzt 8 Jahre jünger aus als da. Ja, ja, ja. Hat sich sogar geschenkt wahrscheinlich sogar, gell? Ja, so, oh, ja. Hey. Bei den Ordner durchgeschaut, so, tatsächlich, ja, ja. Das ist möglich. Also, aber wir können unserem Körper richtig Gutes tun. Ja. Und dazu möchten wir dich hier gerne einladen, ja, diese Möglichkeit auch für dich zu entdecken, zu nutzen. Darum habe ich einen lieben Karl-Heinz. Herrn, bitte, ja. Ja. eingeladen, weil tatsächlich, ich habe das so großartig gefunden, weil er so einfache Ansätze auch dazu hat, wo er eben, er hat sich gesagt, mit Eiweiß, mit Selen, dann das Omega-3, Omega-6-Verhältnis, die Nährstoffe, die Leber, die Darmgesundheit, es sind so einfache Dinge. Es gibt Dinge, die was sie da aushebeln und wenn man sich gesund ernährt, sich trotzdem nicht funktioniert. Es kann sein, dass da Dinge einfach sich gegenseitig blockieren und dieses Wissen, das ist so, so wertvoll und das hat der liebe Karl-Heinz und darum habe ich ihn eingeladen, hier heute mit live zu gehen. Herzlichen Dank dafür und ja, nutzt gerne auch die Möglichkeit,
jetzt habt ihr mich kennengelernt, kontaktiert sind, wenn ihr sagt, ihr habt Fragen, ihr habt da, wollt dazu noch was wissen, dieses oder jenes Problem. Und wir haben im Vorfeld gesprochen, Allergien oder Unverträglichkeiten, Histamin, da und dort überall gibt es tatsächlich so gute Möglichkeiten, was zu tun. Und nutzt gerne die Möglichkeit, meldet euch. Es ist alles unverbindlich, es ist alles kostenlos, bringt die Beratung, ja, es stellt nichts in Rechnung. Auch das, wo ich mir Expertise zusätzlich oder den Rat einhole, ja, das ist auch kostenlos. Ja. Und wenn jemand dann was für sich prüfen, testen möchte oder was ausprobieren möchte, wenn er eine Entscheidung trifft, dann hat er da zusätzlich eine 30-tagige Zurückgabegarantie auf verbrauchte, geöffnete Produkte, 90 Tage auf ungeöffnete Produkte. Und das ist ganz wichtig, weil ich sage unterm Strich, ich lebe ja lediglich vom zufriedenen Kunden. Ja. Und wenn jemand aus welchen Gründen auch immer nicht zufrieden ist oder die Begeisterung fällt, keine Resultate erzielt werden oder er kommt nicht damit zurecht, dann kann er alles wieder zurückgeben. Und wir reden da von 3 bis 4 Euro am Tag. Das ist weniger wie ein Bier. Ja, ich bin jetzt kein Biertrinker, halbe Bier oder ein halber Spacki Chick, würde ich mal sagen. Ja. Also wir reden da nicht von Unkosten oder was im großen Stile, sondern von Kosten, was sich ja, die meisten, sage ich jetzt mal, alle nicht, leisten können, wenn sie eben was verändern wollen. Ja. Also die Veränderung steht immer im Vordergrund, die gesundheitliche. Das ist immer das Um und Auf, dass die passiert. Und wenn man dann zufrieden oder Nutzen davon tragen kann und der Mehrwert spürbar ist, ja, dann entsteht eine Win-Win-Situation, ne, für beide. Ja, und die persönliche Beratung. Dankeschön, ja, und das Angebot ist großartig und es ist wirklich Preis-Leistung unschlagbar. Finde ich persönlich, ich habe schon vieles gesehen und probiert und es ist wirklich fabelhaft, ja. Und ich habe innerhalb von kurzer Zeit, wie ich angefangen habe, eben die Nährstoffe zu nehmen, gemerkt, dass so ein Giftungsschub eben gekommen ist. Das, jeder, der wahrscheinlich Giftung gemacht hat, spürt es oder kennt es vielleicht, wo man sagt, puh, jetzt spült es das aus, ja. Und ja, innerhalb von kurzer Zeit, wenn wir den Körper fluten mit guten Nährstoffen, dann scheidet er auch schon mal alles aus, was er dann nicht mehr braucht. Das heißt, und das ist ein großartiger Prozess. So können wir unseren Körper bestmöglich dabei unterstützen für ein gesundes und langes Leben. Und tatsächlich mit diesem großartigen Wissen und Angebot und die Möglichkeit, es zu testen, zu informieren, Experten im Hintergrund abzufragen, nutzt es lieben gern. Mhm. Und ja, ich wollte euch die Möglichkeit hier heute bieten, den lieben Karl-Heinz kennenzulernen und meldet euch lieben gern bei ihm. Super. Ich glaube, wir sind soweit durch, oder? Ich denke auch. Über eine Stunde habe ich noch nie ein Live gehabt, aber alles das erste Mal. Ja, wirklich. Cool. Ja, die Zeit vergeht. Stimmt. Die Zeit vergeht. Die Zeit vergeht. Ja. So soll es sein. Auf super. Jeden Fall herzlichen Dank, dass du mit dabei warst. Dass sowieso gerne, immer wieder. Dass du dein Wissen geteilt hast. Und für alle Zuseher, wenn du dir was mitnehmen konntest an diesen Informationen, schon freut es uns riesig. Und wenn es noch Fragen gibt, meldet euch gerne bitte bei gerne. Mir oder dir. Ja. Oder in den Kommentaren drinnen oder in den Kommentaren. Ja, da werden wir dann auch immer wieder aufschauen. Genau. Sowieso. Super. Perfekt. Dann herzlichen Dank nochmals und bis zum nächsten Mal. Schönen Abend noch. Ciao.